Ja, weiter geht's mit Jet the Far Shore. Und unsere nächste Aufgabe lautet, die neuen Jet-Fahrzeuge zu prüfen, zu testen. Wu und Vic haben einige Modifikationen an unserer Flotte vorgenommen. Da frage ich mich immer noch, wie sie das geschafft haben, weil ganz ehrlich, hier ist die letzten 10 Tage die Hölle losgebrochen durch den Torberg, der regelmäßig Schockwellen in die Umgebung aussendet, und trotzdem haben sie es irgendwie geschafft, an den Schiffen zu arbeiten. Ja, finde ich schon krass. Auf jeden Fall haben wir einen Auftrag, wir sollen die neuen Schiffe einfliegen, und das machen wir jetzt. May, I should glass to Rupaya. Können uns vorher noch ein paar Informationen einholen. Okay. May hat immer mal wieder so kurze Anfälle von den Schockwellen und von der Trance, die sie bei der letzten Expedition erlitten hat. Ich glaube, unsere Kommandeurin glaubt nicht so wirklich daran, dass es sich um ein Wesen handelt. Ja. Ah, Lostro Payasov. Jo, Orbino Olea? Nö, eigentlich nicht wirklich. Die Anpassungen, Zustand der Einheit. Ja, Jos, Petgon Noha. Ah ja. Oshibera, Ashlohemne. Ja, sehr gut. Vic, Istei Paya. Große Anpassungen vor allem. Tupedoklan, Ogatsie, Amindoba. Minwil, Wu, Logokadayabol. Burlai, Shifuen, Voidlakie, Ekpiehem, Onski Vapore, Helden Ki. Krass. Jones, Ed Bimjeve, Yenkomaji. Havia Zed King, Yestebaya, Isao, Petgonoha. Erkundung nehme ich an. Und Testflüge. Helden Ki Panla. Ja. Ekbiehem. Ko, Ben Kal Umbe, Hem Labisau. Absolut. Cool. Ich bin gespannt. Ich habe richtig Lust, die neuen Schiffe auszuprobieren. Die scheinen jetzt wirklich massive technische Verbesserungen bekommen zu haben. Vielleicht haben wir jetzt auch weniger Probleme, unseren Scramjet einzusetzen, und auch die Erholung des Jetantriebs sollte besser funktionieren in Krisensituationen. Honten ul oblivin, Jako ul Dramsch. Eich no Taschbis, Sosi hat schon Katzbis, nimm wann. Jo, Eich Rajosin. Shomsta saw Oblivion with Alden Action. Evsho culture was Rylebi. Evsho species. Was dann, ja? Dann gibt's uns halt nicht mehr. Then lost to Alba. Das ist dann halt so. Sei Oblichteren. Wurenzai, I ultimintrati mor vaholtama. Asosi putan? I would vaholtama fedjai. In Nekten. Vermutlich schon, ne? Aishat Pos was Fistinir.
Audunar Oblivi, seiner Aishra, Dadayash, ans Hex schon sei. Diese Musik. Schon sei. Dayet. Furchtbar. In Mekten Hotema, sei Famir Hotema, Aishib Ebiafons. Aishib Rinhu, Kanches Vasagu. Niko Mishtren Obleg. Haube, Patelokers, Kabasagu. Sosi describ Shushemlam, Svesi, Kagethpam, Svisna, Striven, Strebend, Ebeltas Bithanda, Eroshva, Da Ven Mokren Roadzan, Shona Provin Shosten, Morbo Uftenbal, Shon Deceived the Mok, Telitimspa, genau, Da Jetas, Bamola Neptia, Ku, Yo, Er, so Edja Akshin, sei Tablin, du kauf auch die Hirsch. Ja klar, exakt. Netovan, Jakob Ortramsch, to Anski Osimed Sancti, I Sancti Morschu. Ja. Wenn Eich Schwisto, so Fesi Kenan Toar, Eich Avide Kuli Tsush. Ja. Eich Jozol, an Wut Zaini Chiru Interpret. Ja, das sage ich ja auch. Krass, ne? Okay, noch mehr besprechen. Ich wollte eigentlich in die Schiffe reinklettern, aber gut. Jones ist offensichtlich redebedürftig. Also, es basiert halt alles auf den Sagen und Wünschen. Trophy freigeschaltet. Betrachte in aller Ruhe Zosis Antlitz. Ist ja geil. Bei Zosis Barte. Es beruht alles auf den Wünschen und Direktiven eines Einzelnen aus einer ganz, ganz fernen Vergangenheit, ne? Das darf man nicht vergessen. Vielleicht ist er verbunden mit der Wildnis. Vielleicht ist er irgendwo noch hier und hat dunkle Pläne für uns. Ich weiß es nicht. Wir Komm, sei Han Bahindin, nimm mich. Okay. Anakoret. Der sieht anders aus als beim letzten Mal. Pasha. No Alfkaya los nim Tashon. Jein. Tashin Volo, Herobo Tashem Frio, Pasha, Ans Nogin. Aish, Persoschen, Ans Kiovs, Aish. Ja, ich auch. Svana. Aish Warrior mit Batel, Tolos Guns. Ev an Iserts, Iste. Aisha no Tashon. Das ist halt krass, ne? Tomin Sviste Ed Fries. Wenn jetzt was in uns steckt, was lebt. Nicht auszudenken. Hm. Krass. Wir sind doch die, die kolonisieren wollen. Niko Tellai Shed sei Uskalish Rui Magi Belt. Azandazi. Es was sei Sitza. Ich weiß nicht. Ich kann mich momentan nicht erinnern. Sehr mehr Ruan von Jetvan. Evjapa, auch dieser Zandazi Uf. Bemjapa? Niko Tellai Shasift, Bishros, Ech, Kolshem. Reimen no Schalfion. Mir. Ilan sei. Eischlepa. Vanijpal. Etmadir. Igo Kadojave. Schilban Jesto. Kaldo Schindalna. Schilban Jesto. Licencio. Alles klar. Morio. Haube. Koek. Dashin Volo. Pasha. Holden Ba. Machen wir. Okay. Dann genug Geschichtsstunde und Theoriengewälze. Lasst uns mal ein bisschen in die Tat umschreiten. Sagt man das so? In die Tat umschreiten? Nee, eigentlich nicht, ne? So eine Sprache gibt's nicht, in der man so redet. Wow. Du schon wieder.
Was willst du von mir? Krass. May läuft jetzt automatisch. Okay. Das Spiel gibt uns ein Stück weit vor, was wir tun sollen. Dann machen wir das. Also May ist auf keinen Fall mehr sie selbst. Phasenweise. Das ist ein bisschen beunruhigend. Aber müssen wir im Moment so hinnehmen. Okay. Anzug an. Wir haben einen Job zu erledigen. Ich bin auch echt froh, dass wir so langsam hinter die Steuerung gekommen sind. Ich glaube, hierher müssen wir. Ja, sieht gut aus. Ein bisschen Schiffs-Action. Sehen eigentlich genauso aus wie vorher, ne? Boah, die Antenne. Wie willst du denn so eine massive Ersatzantenne bauen? Womit? Mit was für Materialien? Ja. Na dann. Ah, das vertraute Cockpit. Außenansicht. Antenne fehlt, ja. Liegt da unten. Zertrümmert. Okay, können wir? Was ist denn ein Scout-Pfahl? Okay. Ja. Auf geht's. Ich versuche mal über diese Engstelle hier hoch zu fliegen. Hier lang. Das sieht doch ganz gut aus. Ja, gut, dass wir den Weg auch so ein bisschen gezeigt bekommen. So, hier durch. Scout-Pfahl. Da sind wir schon. Ah, guck mal, da fliegen auch Sachen durch die Luft. Was war das nochmal? Wirtel. Erzeugt Störgeräusche. Reagiert auf Vibrationen. Okay. Iro Kokka Dajave. Jokin Albei. Schumster Prosch. Kaui Bonden. Iba Oiboto. Offer Galento. Ojin Halofine, Vajatave. Okay, aussteigen.
Ich hätte auch nicht gedacht, dass es ohne Schutzausrüstung so gefährlich auf dem Planeten ist. Na dann rein mit dem Stecken. Zu denen werden wir gleich dazu stoßen, denke ich, mit dem neuen Jet. Aber vom Flugverhalten her habe ich jetzt keine großen Unterschiede gemerkt. Ich kann nicht näher dran laufen, leider. Ich stehe hier fest im Moment. Diese rosa leuchtenden Punkte hat er gemeint. Pascha will irgendwas erzählen. Kein Empfang. Ich glaube, es passiert gleich was. Oh. Ins Schiff, aber schnell. Der verspeist uns zum Mittag. Wow. Der hat uns einfach darunter gekickt, der Schweinehund. Der will uns fressen, der will es zu Ende bringen. Okay. Jetzt ist die Frage. Sammle Schinks und repariere den Jet. Leider habe ich keine Ahnung, was Schinks sind. Wir fliegen mal zu den rosanen Teilchen. Okay. Wilhelm. Das klingt gut. Gegriffen. Kriegen wir hin. So viele sind es ja nicht. Zwei. Das ist jetzt wie so ein Rollenspiel, ein bisschen. So eine kleine Sammelquest. Finde ich cool. Im Umfeld von so einer Art von Spiel ist das irgendwie erfrischend. Hatten wir bis jetzt noch nicht, ne? Geht auch gut von der Hand. Einen noch. Zack. Wahnsinn. Da hinten fliegt er.
Oh. Reparaturkit, okay. Vielleicht hier landen? Und jetzt? Cool. Wir können ja noch eins sammeln. Genau. Ich will mal die Lampe ausmachen. Die macht nur unnötig auf uns aufmerksam. Was war das nochmal? Eine Blüte. Das machen wir mal. Gucken, was das bringt. Ich habe jetzt ehrlich gesagt damit gerechnet, dass das Ding ein Geräusch macht, wie es gesagt hat. Aber natürlich sollte man das nicht einfach aufs weite Meer hinaus feuern, da passiert nämlich gar nichts. Okay, dann schießen wir doch mal dahin. Zack. Ach geil, guck mal. Und irgendwas hat er angelockt, oder? Die Burschen da oben vielleicht. Egal, wir brauchen noch mehr Regenerierung. Was ist das? Ich habe alles wieder vergessen. Soma. Okay. Ja, es ist schädigend, das Zeug, was da rauskommt. Okay. Wo gibt es noch einen? Da ist Dunst. Der hilft unserem Scramjet, das haben wir mittlerweile gelernt. Und der lässt sich ganz einfach einsammeln, indem wir einfach drüber fliegen. Da ist noch eine Goke-Blüte. Die können wir ploppen. Das machen wir einfach mal. Boom! Genau. Und sanft zu Boden gleiten, statt mit der Schnauze voran in den Boden gerammt zu werden. Ich sehe jetzt auf die Schnelle erstmal keine von diesen kleinen Knubbeln, die wir sammeln sollen. Ich habe den Namen vergessen. Mal ein bisschen Speed geben. Und ein bisschen gucken, da drüben ist eins. Okay. Da muss man dann auch Viereck gedrückt halten. Das ist nicht einfach schnell eingesetzt. So. Okay. Ah, ich schlag mich hervorragend, das weißt du doch. Galina? Ist die Chinia, die Tajataya,
Niatran Pumlaban. Okay. Ein Dunsttank. Was macht der? Diese optischen Effekte haben mich gerade ganz, ganz, ganz stark irritiert. Was geht denn jetzt hier ab? Ah, das ist ja super. Ja, sowas habe ich ehrlich gesagt die ganze Zeit vermisst. Stark. Dann sammeln wir mal ein bisschen Dunst. Mit dem können wir dann nämlich unseren Scramjet heilen, wann immer wir wollen. Ja. Ja, kann man so sagen, ja. Auf jeden Fall. Erledigt. 410 Einheiten. Ich finde es cool, durch solche technischen Modifizierungen wird das Spiel angenehmer, das Spielerlebnis und das Erkunden einfacher. Und sicherer. Ja. Ja. Stark. Auf geht's. Bin schon ganz heiß drauf. Schubsprint. Mit R1 können wir jetzt den Dunst aus dem Tank lassen. Okay. Gurkeblüten, die wir ploppen können. Fliegen wir nochmal hier rüber. Eine haben wir vor. Wir haben zwei geploppt. Ich glaube, die sind mittlerweile beide nicht mehr nutzbar. Oh. Eine Schlange. Die mag uns nicht. Wie schnell die ist. Ich will sie mal scannen. Ja, funktioniert. Wow. Die mag uns überhaupt nicht, diese Schlange. Jetzt wird's gefährlich, Leute. Ja. Oh nein. Jetzt haben wir eine Aufgabe. Vic und Wu sind in Probleme geraten. Okay. Auf zu Jones. Ja, wie halten wir die denn auf, die Schockwiepern? Super gefährlich hier. Was
seltsame Kugel. Super gefährlich hier. Boah. Ja, ist explosiv. Die Schlangen sind gefährlich, die werden wir auch nicht mehr los, warum auch immer. Die reagieren auf unseren Scramjet. Ionen. Mit der Information weiß ich noch nicht so viel anzufangen. Okay, folgen wir erstmal Jones. So entkommen wir denen. Ostwarp Orbalen Jones. Ah. Vavapuri, Ufshabalen et. Bem, Shomorebe et. Morebe Pasha, Isavapure, Iviaban Montefort. Vagrifasho, Orbin Joketenhe. Vavapuri, Uyuba, Shimshidur. Zum Beispiel die Schlangen. Ostman Pawiko. Tau Bolhagol. Okay. Das Coole ist, wir sammeln quasi ihren Dunst auf, den sie abgibt, weil wir in ihrem Windschatten fliegen. Okay, neuer Kontinent. Okay. Ganz kurz was gucken. Vor 7 Minuten das letzte Mal gespeichert. Wir spielen noch ein paar Minuten weiter, damit wir nicht den ganzen Kram nochmal spielen müssen. Aber ich muss gleich Schluss machen. Macht aber echt Bock heute. Wir haben viel rausgefunden. Das ist schon mal gut. Okay. Bisschen Gas geben. Okay. Wir haben gerade unsere Dunsttankkapazität erweitert. Die sind unzertrennlich scheinbar, ja. Und das wissen natürlich auch die anderen Crewmitglieder. So, wir sind da. Ich glaube, jetzt wird gespeichert. Das ist gut. Das war doch schön. Oder nicht? Mir macht's Spaß. Ich hoffe, euch auch. Cool. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Wir werden hier erstmal Schluss machen. Liken, abonnieren, das Glöckchen aktivieren, wäre ganz cool, würde mir helfen. Und ja, ihr verpasst in Zukunft auch keine weitere Folge von Jet und anderen Let's Play-Projekten meinerseits. Danke fürs Zuschauen, bleibt gesund und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.